Die Stadt Münster hat im November 2015 ihre Geldanlagen aus der fossilen Brennstoffindustrie abgezogen. Für eine Stadt dienen Geldanlagen als Rücklage für die Rentenansprüche ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese werden nun nicht mehr in Unternehmen investiert, die mit klimaschädlicher Energie, Atomenergie oder Fracking arbeiten. Wir haben aber darüber hinaus noch geschaut, ob es weitere Möglichkeiten gibt, das Thema Nachhaltigkeit umzusetzen. Also das eine ist ja der Bereich, ökologischer Standards und ökologischer Kriterien. Daneben gibt es aber auch, wenn man sich Nachhaltigkeitsveröffentlichungen anschaut, eben auch soziale Kriterien und Kriterien guter Unternehmensführung. Und alle drei Kriterien zusammen ergeben dann praktisch ein umfassendes Nachhaltigkeitsbild. Eine zentrale Rolle bei der Entscheidung spielte die Gruppe Fossil Free Münster. Und wir haben vor etwas mehr als 2 Jahren angefangen mit einer Petition an die Stadt und haben seither ganz viele öffentlichkeitswirksame Aktionen gemacht, wie Flashmobs und Infostände, Demos. Und wir wollen eben auf das Thema Divestment aufmerksam machen, also dass öffentliche Institutionen wie Städte oder Kirchen oder Universitäten ihre Geldanlagen aus Firmen der fossilen Brennstoffindustrie herausziehen sollen. Der Landwirtschaftsverband Westfalen-Lippe und auch die Uni Münster sind das nächste Ziel von Fossil Free. Die fossile Brennstoffindustrie nicht weiter zu unterstützen, ist sehr wichtig für unser Klima. Die Staatengemeinschaft hat sich jetzt darauf geeinigt, dass wir halt unter 1,5 Grad Erderwärmung bleiben wollen. Und dafür müssen eben 80% der bekannten fossilen Ressourcen unter der Erde bleiben. Wenn wir das nicht einhalten, dann gäbe es eben unbeherrschbare Risiken des Klimawandels. Die ärmsten Menschen der Erde würden darunter leiden und es würden extreme Ereignisse eintreten, wie Meeresspiegelanstieg oder Dürren oder Überschwemmungen, die halt einfach nicht mehr kalkulierbar sind. Wichtig für das Klima, aber auch gut für den finanziellen Aspekt. Dann stellt sich auch über wissenschaftliche Studien heraus, dass das Thema Nachhaltigkeit da eine wichtige Rolle spielt, eben um eine vernünftige Rendite erwirtschaften zu können. Münster geht damit einen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit.